Zum Hip-Hop gehört B-Boying, auch Breakdance genannt. War alles zusammen in der South Bronx entstand. Der DJ spielte den Break von der Platte. Und sie tanzen um zu klären, wer den besten Stil hatte. PVC Matte, Beton, Karton oder Parkett. In BVDs, Lees und die Laces waren fett in dem Pokett. Doch auf die Mode kam's nicht an. Sie war Zweck und nützt nichts, wenn man nicht tanzen kann. Die Leute im Kreis fangen schon an zu toben bei kleinen Schritten. Freezes oder warf man sich auf den Boden. Später erst entstand die Windmill mit der Hand an den Hoden. Die akrobatischen Bewegungen wurden mit der Zeit schwerer. Auf die Ideen kam es an, du warst dein eigener Lehrer. Stile hat man beim Tanzen kombiniert. Mit dem Uprock aus Brooklyn hast du deinen Gegner blamiert. Schockiert, ohne zu berühren, massakriert. Importiert wurde der Boogie über den Süden aus L.A. Inspiration kam von Cartoons wie Betty Boo und Bugs Bunny. Zur Musik mit unwirklichem Effekt. Wie die Bewegung funktioniert, bleibt im Auge auch versteckt. Wie Puppen, die zum Leben erweckt. Weiche Wellen durch den Körper, neue Knoten ausgeheckt. Respekt! Haben wir noch was vergessen? Yep! Schaust du nach links, nach rechts, beugst dich nach vorne und nach hinten. Dann kannst du Poplocking auch mit dem Screwblock verbinden. Es gibt auch hier bestimmte Regeln, an die muss man sich binden. Auch die ersten Locker waren an der Westküste zu finden. B für Boogie und Break, sie werden B-Boys genannt. Und genau durch diesen Tanz wurde Hip-Hop bekannt. In jedem Land ist anerkannt, ist Teil der Kultur, oft durch Medien überrannt. Doch Hip-Hop pur ist nur alles zusammen. Man kann nicht einfach so einen Teil daraus verbannen. Das Geld verdienen Leute, die den Hip-Hop nur zerstören. Doch die Szene gehört im Untergrund und muss ihm auch gehören.